Hallo, hier haben wir also diesen Graph, eine trigonometrische Funktion, und wir wollen herausfinden, was diese Funktion ist. Also schauen wir uns das an. Das Erste, was ich tun will, ist, die Periode und die Amplitude herauszufinden. Also, was ist die Amplitude? Das ist ganz einfach. Also die Amplitude, ich schreibe das auf, Amplitude, das ist einfach nur die Auf- und Abbewegungen unter und oberhalb der x-Achse. Hier ist die Amplitude, die Bewegung der Linie oberhalb der x-Achse. Sie bewegt sich zur Hälfte oberhalb und zur Hälfte unterhalb der x-Achse. Also ist die Amplitude gleich 1/2. Und denkt daran, die Amplitude ist nicht diese gesamte Entfernung, ist nicht das hier, sondern nur die Bewegung oberhalb und unterhalb der x-Achse. In diesem Fall ist also die Amplitude gleich 1/2. Und wir müssen herausfinden, was die Periode ist. Die Periode ist die Zeit, die es braucht, wie viele Radianten werden durchlaufen, um eine Umkreisung zu vollenden. Wenn wir hier anfangen und dem Graph folgen, braucht es bis hier, um eine Umkreisung zu vollenden. Denn hier gehen wir noch abwärts, dann gehen wir unter die Achse und hier fangen wir an zu wiederholen und dann wiederholen wir wieder ab hier. Also beginnen wir immer nach Pi Radiant mit einer neuen Umkreisung. Und es passiert das Gleiche, wenn man sich die negativen Radianten ansieht. Die Periode ist also Pi, richtig? Periode ist gleich Pi. Und man könnte von jedem Punkt anfangen, zum Beispiel ab hier. Und wenn man dem Graphen folgt, kommt man wieder an denselben Punkt. Wir sehen erneut, dass die Periode gleich Pi Radiant ist. Jetzt müssen wir noch herausfinden, ob es eine Sinus- oder Kosinusfunktion ist. Verschiebung lassen wir erstmal außen vor. Also, überlegen wir, was passiert, wenn wir wollen wissen, was diese Funktion f von x gleich ist. Wir sehen also, dass f von 0 gleich 0 ist. F von 0 ist gleich 0. Was sagt uns das? Ist das eine Sinus- oder Kosinusfunktion? Na, was ist der Kosinus von 0? Der Kosinus von 0 ist 1. Und was ist der Sinus von 0? Der Sinus von 0 ist 0. Und diese Funktion ist 0. Also wissen wir jetzt, dass es eine Sinusfunktion. Wir wissen jetzt also, die Formel hat die Form f von x gleich Amplitude mal Sinus von 2π durch Periode von x. Und wenn wir einfach diese Zahlen ersetzen, sehen wir f von x gleich die Hälfte des Sinus von 2π durch Pi mal x. Das Pi heben sich auf, das Ergebnis ist f von x gleich der halbe Sinus von 2x. Jetzt aus reiner Neugier, was würde, definieren wir eine andere Funktion. Definieren wir g von x gleich die Hälfte des Cosinus von 2x. Wie würde das aussehen? Wie würde, Grammatik bringt mich durcheinander. Ich habe die falsche Farbe gewählt, denn f von x ist eigentlich rosa. Ich kreise das mal ein. Das ist f von x. F von x ist das hier. Und jetzt g von x. Also, wenn x gleich 0 ist, was ist g von 0? Fügen wir hier 0 ein. Also wird dieser ganze Ausdruck gleich 0 sein. Was ist der Cosinus von 0? 1. Und 1 mal 1/2, also ist g von 0 gleich 1/2. Wir würden also hier anfangen. Und dann hätten wir, wie in dieser Sinusfunktion, eine Periode von Pi. Denn es ist derselbe Koeffizient. Das würde also so aussehen. Ich denke, ihr versteht. Das ist wie die Sinusfunktion, nur etwas nach links verschoben. Ich gerate etwas durcheinander, ignoriert diese Seite. Aber wenn man sich diese Seite anschaut, erkennt man, dass die Funktion die y-Achse nicht bei 1, sondern bei
ein Halb schneidet. Der Grund, warum sie die Achse nicht bei 1 schneidet, obwohl der Kosinus von 0 gleich 1 ist, ist, weil wir hier immer noch diesen Koeffizienten von 1 Halb haben. Ich schätze, das ist nicht wirklich ein Koeffizient. 1 Halb mal die Kosinusfunktion. Hoffentlich versteht ihr jetzt etwas besser, wie man die Gleichung eines Graphen erkennt. Ich werde noch ein Video machen, wo wir das Modul für trigonometrische Graphen der Khan Akademie verwenden, um noch mehr anzuschauen. Bis demnächst!